Hallo und herzlich willkommen zurück. Wir gehen zurück in den Tempel von Orsis und probieren Rino beim Rauskommen zu helfen. Das heißt, wir machen die Flucht entsprechend und bekommen dafür endlich unsere tolle Truhe. Ich nehme nochmal testweise, ja, ich werde nochmal mein Kriegerdeck, glaube ich, nehmen. Ihr seht es ja auch an der linken Seite, es ist einfach, ich bin damit vertraut, es läuft ganz gut und ja, ich habe keine Ahnung, was mich genau erwarten wird, deswegen probieren wir es einfach mal damit entsprechend. Nachher für Hero werde ich natürlich entsprechend ein anderes Deck noch zusammenbasteln. So, müssen. So, wir starten so, wie wir es entsprechend kennen. Das sieht natürlich alles ganz grausig aus, deswegen schmeiße ich gleich mal alles weg. In der Hoffnung, dass ich hier eine bessere Starthand bekomme. Okay, keine Ahnung, was wir entsprechend machen müssen. Das heißt, 10 Runden bis zum... Okay, schauen wir mal, was jetzt kommt. Das heißt... Hey, ein leuchtender Teich. Seid ihr auch neugierig? Okay, wir müssen uns entscheiden. Durchwarten oder trinken. Zieht eine Karte, erhaltet einen Mana-Kristall. Mana-Kristall ist natürlich immer praktisch. Deswegen gehen wir die Rampe entsprechend. Da liegt ein 2-3er. Ich habe nur einen Ghoul entsprechend im Angebot. Und erhalte uns zur Not auch um 5. Deswegen lege ich lieber mal einen Kartenzieher hin. Den kriegt er auch nicht so leicht weg. Schauen wir, ob er auf uns geht. Ne, er geht auf ihn. Damit kriege ich die Karte. Erleidet 5 Schaden oder 10 zu 0. Risiko. Na klar. Es war so klar, dass ich natürlich hier wieder den Schaden abbekomme. Okay, wir spielen den Ghoul. Oder haben wir noch was? Wir hätten auch 4, das heißt, ich hätte die Waffe. Ich glaube, ich spiele den Ghoul dahinter, die Rüstmeisterin. Und ihn schicken wir auf die Schildkröte, damit er... Oder auf ihn. Nein, wir schicken ihn auf ihn. So, je nachdem, wie er jetzt geht, wird er mit dem einen angreifen, dann... zu seiner Linken? Na danke. Das heißt, wir haben noch 7 Züge, die wir durchhalten müssen irgendwie. Und unsere Rüstmeisterin wird weg sein. Hier haben wir eine Wache von Orsis noch mit Gottesschild, 7-5. Die müssen wir auf jeden Fall weghauen. Und ich würde sagen, das machen wir hier drüber. Dass ich... Die setzen wir die auf den. Damit kriege ich den entsprechend weg. So, hinrichten habe ich nicht. Aber zur Not kriege ich es in der nächsten Runde. Ich hätte auch andersrum spielen können. Dass ich sage, ich... Ja, das befürchte ich auch. So, was können wir jetzt? Hübsche Statue. Okay, was haben wir da? Zehn Leben bringt mir eh nichts, weil ich bin bei 22. Dann. Ich glaube, er möchte sein Juwel zurück. Okay, Gott sei Dank kamen wir da drüben dann hinrichten. Damit können wir den weg. Das heißt, ich nehme ihn weg. Damit wird der Schaden gemacht. Jetzt kann ich hier noch einen Berserker hinlegen. So, spiele noch die Waffe rein und vernichte ihn. So, und dann sieht es eigentlich schon sehr, sehr gut aus. So, macht nichts zu meiner Linken. Oh, Kacke, was ist... Kacke, meine Karte ist weg. Okay, ja. Wir spielen sie einmal, ziehen noch eine neue Karte, da haben wir es schon entsprechend. Dann spielen wir noch einen Tank rein. Es sind eh nur noch 5 Runden. Oben steht eine 5. Ich bin gespannt, was dann passiert. Ich
Und jetzt liegt da ein 5-10er. Mischt, ich bräuchte noch irgendeinen hinrichten. Damit kriege ich ihn auf 8. Wir spielen den Berserker lieber mal rein. Und ja komm, hauen wir mal drauf. Spiel sie. Mach einmal den Schaden hier drauf, dann wird er schon ein bisschen. Sehr schön, da kommt ein Blutschrei. Ach Mist, ich kann ja den Gegner gar nicht angreifen. Dann würde ich sagen, ziehen wir den auf den. Den kriege ich noch nicht drauf. Wir müssen es im Prinzip lassen. Oder ich gehe auf ihn drauf und wir vernichten einfach beides so. Ich glaube, machen wir es so. Dann wird er schon drüben gebufft. Und jetzt hoffe ich nicht, dass die Decke nochmal einstürzt. So, da kommt der 7-7er. Kacke. Ist ganz schön dunkel da drin. Aber ich habe ja unten. Schneller hinaus. Auf geht's. Auf meiner Karte steht da nur in Großbuchstaben: hier auf keinen Fall hingehen. Ja, ich glaube, bevor wir noch einen Gegner reinnehmen, wir haben hier Blutschrei. Nehme ich den einfachen weg, dann kann ich nämlich hiermit noch eine Karte ziehen. Einmal. Und jetzt die Frage ist, soll ich ihn unten gleich opfern, den 10-4er, oder spielen wir Blutschrei? Aber ich glaube, ich nehme Blutschrei entsprechend rein. Beziehungsweise hier können wir noch eine Karte ziehen. Vielleicht haben wir da ja ein bisschen noch was Schönes. Da kriegen wir einen Ghoul. 3, 4. Ach komm, ich heb mir Blutschrei lieber noch auf. Vielleicht kommt ja nachher in der nächsten Runde noch was. Irgendeine hohe Karte. Der spielt ja echt immer recht hohe Karten aus. Und wir Karten ziehen oder. Ja, komm, noch ein Tank hin. Vielleicht können wir den brauchen und ich ziehe mir noch zwei Karten. Ein Hinrichten, das kann ich sehr gut gebrauchen. Es wird ganz schön warm hier. Beeilung! Kacke, was macht der? 0-9er? Das heißt, ich muss ganz schnell 9 Schaden aufbringen. Ich habe ein Hinrichten da. Ich kann mit dem Ghoul, kann ich den Schaden machen da drauf. Ohne dass der mir weggeht. Und dann entsprechend richten wir den hin. Genau. Und ich mache mir meine anderen Karten noch ein bisschen günstiger. So, Shields ab. Und dann schauen wir, was nächste Runde kommt. Warum muss es immer Ungeziefer sein? 10-3er. Oh, kacke. Ich habe 2 Tanks. Ich kann den auch weghauen. Ich habe unten die 10er-Waffe. Allerdings wäre die arg blöd. Deswegen. Ach, setzen wir den. Damit mache ich 2 Schaden auf den. So, einmal. Und wir haben ja noch. Den Wirbelwind haben wir zur Not. Dann kopiere ich mir erst nochmal meinen Taurisan. Setze mir einen Tank hin. Mach den komplett Schaden. Und ja, nehme den Taurisan da weg. So, nächste Runde. Wir sind fast da. Ich kann die Sonne schon sehen. Das ist doch perfekt. Und das war's. Also echt witzig. Ich bin gespannt, was da auf uns dann im heroischen Bereich warten wird. Ich hätte nie gedacht, dass ich mich freuen würde, diese Wüste zu sehen. Ja, ab in den Urlaub. Ja, das war unser Temple Run. War echt interessant. Dafür bekommen wir jetzt hier das Elementar fügt einem zufälligen Feind 2 Schaden zu. Okay. Und die heilige Prüfung, ein Geheimnis. Der ist auch witzig. Da kann man echt witzige Sachen machen. Ja, und jetzt gibt es natürlich noch entsprechend die Truhe für uns.
Und wir bekommen endlich Reno aus dem Tempel entkommen. Das war die Runde. Ich danke dir vielmals fürs Zuschauen. Wir werden uns jetzt dann an die Challenges machen. Oh, es gibt noch eine. Der uralte Schemen. Ja, wir werden uns jetzt dann an die Challenges machen und dann gibt es auch schon die Heroics. Und ja, ich danke dir vielmals fürs Zuschauen und wir sehen uns dann gleich. Wir suchen also nach dem Stab. Ja, suchen wir. Gebt einen Daumen. Bis nachher. Ciao, ciao.